Moin Moin, liebe Leute, sind wir heute bei einem neuen Part Let's Play Pokémon. Wir sind hier vor der Arena Zafonia City. Und wie schon angekündigt, wollen wir diesmal machen. Hey, warte, du Champion-Spiel, sag das nicht hier immer, ich weiß gar nicht. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen, sie haben nicht einmal einen Hauch einer Chance. Okay. Ja. Und wir haben natürlich so vorsätzlich Kikli ganz vorne. Ah, das ändern wir mal. Jawohl, hatten wir die Arena eigentlich schon gewonnen? Ja. Gary. Okay, der hat die Arena schon. Aber es sollte uns hier nicht so beunruhigen. Zuerst kämpfen wir mal. Ja. Und wo Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arena-Leiterin. Wir lassen die aber so zu ihr gehen. So. Ja. Okay, lass mal kämpfen. Psycho Maximilian, aber das Artwork finde ich eigentlich ziemlich geil, ne? Garados gegen Fleckmon. Eieiei, das wird hier noch spaßig. Bis. Hoffentlich zieht das ein bisschen. Ja, na, es geht mehr, ne? Es würde mehr gehen, aber bis schreckt zum Glück zurück. Also, das ist vielleicht noch so ein Pluspunkt. Aber es kann auch schlimmer sein. Ja, also wenn zum Beispiel es eine richtig schwache Attacke wäre. Verfolgung zum Beispiel, ja. Und gegen Fleckmon, da setzen wir eigentlich nicht Garados ein, sondern eher hier unser Raichu. Nee, unser Pico. So. Level 33. Anders war es eigentlich auch nicht zu erwarten. Und ein Donnerblitz. Und Donnerblitz ist eigentlich eine relativ stabile Attacke, ne? Also ich mag irgendwie diese Attacken Eisstrahl, Flammenwurf und Donnerblitz, also mag ich zum Beispiel mehr als Feuersturm, Donner und Blizzard. Die Attacken mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil, naja, die sind stärker, aber die treffen kaum. Genauso ist irgendwie mit diesen drei stärksten Attacken für die Starter-Typen, ne? Also Fauna-Statue, Aqua-Haubitze und Luo-Kanonade, mag ich eigentlich auch nicht. Also gab's. Also ich würde lieber auf Flammenwurst. Jetzt hat man aus zwei Runden mehr. Ja, und ja. Also nehmen wir mal hier den Teleporter. Ich kenne ja keine Folge Teleporter überhaupt nicht, ne? Einfach so ein bisschen nach Gefühl machen. Machen die unsere Psy-Kräfte Angst? Es gibt eine Attacke namens Psy-Kräfte oder warum steht das da groß? Ich weiß nicht. Alex. Okay, ja, Psycho-Alex. Garados, aber ein Kadabra sollte eigentlich nicht ganz so viel Chance haben, also keine allzu große Chance haben, weil, wie jeder weiß, so ein Kadabra ziemlich schwache physische Werte hat, aber es überlebt trotzdem. Es überlebt trotzdem. Und da sind wir gleich schon verwirrt. Instant, ja, ich liebe es. Und das erlässt sich jetzt wahrscheinlich selbst, ja, natürlich. Und da setzt das Kadabra Genesung ein. Wenn wir jetzt noch einen Biss landen würden, dann wäre das Kadabra weg. Aber Garados. Es ist Garados, ja. Guckt euch das an. Es ist Garados. Ah, da müsst ihr schon wechseln. Nee. Warum sind Pokémon. Einige Pokémon sind meiner Meinung nach, wenn die verwirrt sind, immer total nutzlos, ja? Fallen euch da irgendwie irgendwelche ein? Also mir schon. Hier zum Beispiel das Garados. Wenn die verwirrt sind, sind die nutzlos wie Sau. Also hasse ich. Total. Und ich werde von Seher getroffen, aber ich schlug fehl. Ja, das war auch der Plan. Das habe ich mir eigentlich auch überlegt, als ich hier Fliegen eingesetzt habe. Und 400 und 400. Heutzutage wäre das ein bisschen anders geregelt, aber das sollte uns hier nicht so davon abhalten, weiter zu kämpfen. Eieiei. So, Raichu. Immerhin ist hier Raichu ziemlich gut, wenn es um die. Was wollte ich mal sagen? Wenn es um die Fertigung von Aufgaben geht. Denn da ist relativ zuverlässig mit Donnerblitz und Stärke. Also finde ich gut. Pantimos, ich guck mal, ob unser Raichu eigentlich auch gegen normal, also richtige Psycho-Pokémon überleben kann. Heutzutage ist Pantimos ja Psycho-fähig, glaube ich, oder nur fähig, ich weiß gar nicht mehr. Ah, paralysiert. Finde ich gut. Auch schon. Ah. Reflektor. Okay, Verteidigung wird erhöht. Ja, wow, was bringt das? Ist jetzt ein Donnerblitz ein.
Ja, so schlau sieht anders aus, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum diese Kämpfe immer so unglaublich lange sind. Auf jeden Fall, unser Pico hier schlägt sich relativ gut. Finde ich auch persönlich ziemlich gut. Gut, ja, so gut. G-U-T. Ja, obwohl, ich spreche es ein bisschen anders aus. Gut. Nicht gut, sondern gut. Also Doppel-T irgendwie, ne? Also, eigentlich ist es ja so, dass sich einige Wörter, wenn man die ein bisschen anders ausspricht, ja eigentlich ziemlich lustig anhören. Wenn man sich was anguckt. Haben wir hier nicht noch irgendwas? Irgendwo hier müsste doch ein Trank sein. Ah, ich habe keine Supertränke, da war ja was. So. 62 KP, okay. Und ich weiß eigentlich gar nicht, konnte man hier bei 5 und 2 Rot hier eigentlich Kumu-Milch kaufen? Ich bezweifle es. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt. So, oder? Ja, oder gell, oder nö, oder nicht wahr, oder was, oder, also, habe ich auch mal also in einem Englischbuch stand auch mal Woll drin, nur ich habe es noch nie so wirklich in Aktion gehört, so ein Woll, ja, habe ich noch nie in Aktion gehört, deshalb, ja, kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. Okay, wir sollen Drachenwut weiter einsetzen, also finde ich nicht ganz so schlecht. Vor allem, weil Drachenwut ja auch reicht, um Panzimos hier kaputt zu kriegen. So. 990. Kadabra. Da wir jetzt ja weiter Drachenwut einsetzen würden, kommt jemand anderes Pokémon. Ich gucke mal, ob Relaxo schafft. Ja? Und ich frage mich eigentlich auch, warum die Pokémon hier teilweise schwächer sind als die in, wie hieß es nochmal? In Fuchsania City, obwohl Fuchsania City eigentlich vor Saffronia kommt, nach dem, was ich eigentlich weiß. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche, aber trotzdem, die Pokémon sind hier tendenziell ein bisschen schwächer. Warum auch immer. Und da sind wir wieder im Anfangsraum. Vielleicht hier. Okay, wir sind zumindest irgendwo anders. Du gegen mich, unser Pokémon sollen kämpfen. Ne, wir kämpfen mit Fäusten, ja? Wir sind ja richtige Männer hier. Nichts gegen Frauen, aber wir sind ja richtige Männer hier, ne? Wir müssen mit Fäusten kämpfen. Und ein Nebulak. Also, Psycho sieht anders aus. Wohlgemerkt. Aber, soll es nicht ganz unser Problem sein. Das ist Nebulak Level 33. Biss wirkt zum Glück auch sehr effektiv. Und diesmal reicht es, ja? Diesmal reicht es. Und 670, dann wieder Nebulak. Ich habe ja keine Psycho-Pokémon. Ich hätte gerne eins, nur ich habe keins. Das ist das Problem. Und naja, so würde ich mir jetzt eins antrainieren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu spät dafür. Vielleicht bei irgendwas anderem, aber hier ist es eigentlich schon ein bisschen zu spät. Und jetzt kommt ein Apollo. Ja, ich hab früher ganz Apollo gesagt. Die Apollo-Optik. Also kann sich ja jeder vorstellen, ne? Ich habe da früher das Elder nicht mitgelesen. Jetzt Fenster Faust. Also der Zacker sollten eigentlich auch einige kennen. Es gibt ja hier so einige Attacken, die heute zum Beispiel ganz, ganz vergessen sind. Wie zum Beispiel, kennt einer von euch noch Triplette? Das ist eine meiner Lieblingsattacken. Weil, naja, sie sah hier eigentlich relativ geil auf dem Spiel. Allgemein, ich fand die eigentlich relativ geil. Ne? War so eine Mischung aus Eisstrahl, Donnerblitz und Feuer und Flammenwurf. Halt ein bisschen schwächer, so dass man hier ein bisschen was machen muss, ne? Aber sonst relativ lustig. Aha, wo sind wir denn hier? Die Pokémon in der Arena von Saffronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Ne, ich wollte hier ein Picknick machen, ja? Auf dem Teleporter. Doch leider ist die Picknickdecke. Ja, die Decke, die teleportiert sich die ganze Zeit durch die Arena. Also, tut mir leid, dass ich mir eine Picknickdecke nicht finden kann. Aber wir müssen jetzt erstmal gegen einen Lamus kämpfen. Ein Lamus. Lamus. Ja, Lamus. Mag ich ja auch persönlich überhaupt nicht. Aber es gehört ja hier zur Arena, ne? Das müssen wir auch akzeptieren. Blablabla. Den Rest kennt man ja. Probieren wir mal Drachenwut. Mal gucken, wie viel das abzählt. Ich glaube, ich meine, dass es mehr abziehen sollte. Na. Ah doch. Ja, lass Drachenwut einsetzen. Ach ja, und ich habe letztens auch irgendwie mal nachgeguckt, wie viel dieses Stein stark und so bedeutet, ne?
Also ich weiß ja, ob einige das von euch wissen. Ich würde ja mal raten, wie viel so dieses steigt stark hoch macht an dem Wert. Also sozusagen, ne? Ich glaube, ich blende am Ende des Videos nochmal hier so eine kleine Tabelle ein. Mach mal einen Screenshot davon und dann blende ich einfach mal ein. Mal gucken, wer von euch das so alles weiß. Also die Tabelle wird wahrscheinlich aus dem Poke-Wiki sein. Ja, weil ich es da auch nachgeguckt habe. Und naja, hoffen wir mal gucken, wer von euch das alles weiß. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, ob bis hierhin überhaupt jemand geguckt hat, ne? Wir haben hier ja schon 10,5 Minuten. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass irgendjemand so weit guckt, aber schwamm drüber. Hoffentlich. Ja, hoffen wir mal. Und dann setzen wir hier Biss ein. Jo, perfekt. 600 und dann Level 40er, Gyarados. Ja, finde ich schön. Okay. Okay, das ist hier meine Marke, ne? Was? Na, doch. Mist. Oder? Dann mache ich für. Na, das ist jetzt schwierig. Und ich weiß noch, dass ich dem Fokum, dass ich dem Gyarados hier nochmal Kaskade beibringen muss. Also das wird jetzt schwierig und ich nehme eher das, ja? Da, machen wir Drachenwut weg. Und lerne dafür Hydropumpe. Ja, Hydropumpe. Und da kommt ein Apollo. Also ist. Ich mochte den Namen Apollo eigentlich mehr, ja? Das hat irgendwie so ein bisschen Groove gehabt. Und Hydropumpe sieht ja auch mal geil aus, ne? Also sieht süß aus und. Ja. Sagen wir mal, passt doch. Ich bin nicht gut genug. Ja, kann man auch anders verstehen, ne? Ah, doch, hier war ich schon mal. Vielleicht hier. War ich hier schon? Nein. Hä? Ich war hier noch nicht? Verwundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich hier noch nicht war. Aber was machen hier eigentlich Exorzisten in der Arena? Exorzisten. So. Exorzisten. Ich glaube, glaube ich, auch so einen alten Film, der über so Exorzisten handelt. Es war so ein relativ lustiger Film, so mit Zombies und allem drum und dran, ja. Hat Bock gemacht, den früher zu gucken, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt. Ich kenne den Namen davon eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Den haben wir auch noch auf Video, ja. Auf Video. Also auf so einer Videokassette. Also ist auch relativ alt. Ich wusste es. Ha, ja, sie wusste es. Sie wusste es, ne? Ne? Okay, es bringt überhaupt nichts. Vielleicht bringt dieser Teleporter hier unten etwas. Ich weiß es nicht. Aha, was sind wir denn hier? Okay, hier haben wir auch schon gekämpft. Hier waren wir noch nicht. Aha, okay. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich lang muss. Aha, sind wir hier oben. Aha, und hier waren wir schon. Okay. Ah, okay, da sehe ich ja. Da wird mein Steam hier auch schon eingeblendet, dass irgendjemand online gekommen ist, aber. Ah, wir haben's! Cool. Cool, richtig cool. Ja, und ich gehe auf Nummer sicher bei dem Arena-Kampf hier. Den setze ich mal so als Highlight hier hinten ran. Und kämpf mal. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Sehr schön, dass immer so kurz bevor der Arena ihren Satz beendet, immer so die Musik schon umschwingt. Und Sabrina sieht ja einfach mal so ganz, ganz anders aus als so bei späteren Spielen. Einige Personen kennen das. Ich will hier niemanden andeuten, ne? Aber einige Personen kennen das neue Artwork. Also das hier sieht doch schon anders aus. Deutlich anders. Und wow. Das hat aber mal gezogen hier, ne? Mal richtig hier durch. Spezialangriff und Spezialverteidigung steigt. Deshalb, sie wird einen Trank benutzen. Das hätte man auch schon vorhersehen können. Tun die Arenaleiter ja irgendwie die ganze Zeit, ne? Das setzt sich mal stärker ein. Mal gucken, wie viel das abzieht. Okay. Wow, sogar stärker als Donnerblitz. Oder halt geeigneter als Donnerblitz. Jetzt kommt ein Phantimos. Phantimos wird wahrscheinlich wieder mit Reflektoren und alles drum und dran rankommen. Das sehe ich schon kommen. Probieren wir mal stärker. Ich weiß, ich kenne die Werte von Phantimos nicht. Ich weiß nicht, ob wirklich. Ich weiß nicht, was von Phantimos wirklich stärker ist. Deshalb probieren wir es einfach mal.
erscheint so, als ob Stärke hier wirklich das Mittel zum Zweck sei. Oder wie es auch immer, weiß gar nicht mehr, wie es das Sprichwort nochmal hieß. Und jetzt ist es ein Omot. Okay. Ja, meinetwegen. Die will Glurak haben, gebe ich ihr einen Glurak. Also, ne? Aber Omot ist doch Käfergift. Was hat das eigentlich mit Psyche zu tun? Ja, ich weiß nicht. Setzen wir einen Flammenwurf rein. Ich habe eigentlich den Omot eher so in der Fuxaya City Arena eigentlich vermutet, aber egal, wenn es hier kommt, ist nicht mein Problem, ja. Und als letztes ihr Simsala. Simsala. Ich weiß nicht. Probieren wir es mal, ja? Es ist gewagt. Es ist gewagt, deutlich. Wir setzen hier unser Relaxo ein. Aber trotzdem. Mal so eine Frage an euch. Was für Bilder findet ihr eigentlich besser? Immer so die alten Bilder, so von ganz, ganz früher, die Pokémon? Oder die neueren, so in Anführungsstrichen neueren Bilder? Aber Volltreffer, ja? Volltreffer! Relaxo bringt es auf 1713 EP. Und erreicht Level 33. Und das ist meine Hausnummer hier, ne? Das ist meine Hausnummer. Eigentlich, wenn wir hier wirklich Pokémon spielen würden, würden wir Kopfnuss vergessen lassen. Mach ich allerdings hier nicht. Und oh Gott, der Schnarcher schwach. Ja, machen wir den Schnarcher weg. Haben wir zwar hier unsere Erholungsattacke weggemacht, aber das ist schwach. Na egal, Body Slam. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ja, natürlich. Ich schenke dir den Sumpforden. Und 4300 Pokédollar, aber das ist natürlich nur Nebensache. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese 10 von mir. 1004. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Ja, sicher. Wo geht's hier zurück? Hier? Nee. Ne? Geht zurück. Müsste ich theoretisch irgendwann noch ein Teleporter sein? In der Theorie. In der Theorie zumindest. Ah, Gedankengut, okay. Müsste hier irgendwo noch ein Teleporter sein? Das führt mich wohl nicht zurück. Hä? Lol? Lulz? Nein, wie komme ich zurück? Irgendwie hier so ein buntes Rätselraten hier, ne? Ah, so. Ich glaube, ich hab's. Nein. Hä? Okay, so ich verstehe, tue ich das hier gerade nicht. Warum wäre ich doch von dort aus nicht zurückteleportiert? Lulzes. Ja. Also, suchen wir die Arena hier mal. Ah, doch. Okay, ich bin draußen. Yeah. Geht doch. So, und da wir jetzt draußen sind, verabschiede ich mich auch noch für diesen Part. Let's Play Pokémon Feuerrot. Hoffe, es hat euch gefallen. Es war euer Daniel und ciao.